Moin zusammen! Heute gibt es mal ein neues Format auf einem Dienstag und zwar: Wer sind aktuell die besten Ultras der Bundesliga und wo ranke ich Dortmund, Schalke und Frankfurt? Dieses Ranking gibt es heute hier auf meinem Kanal. Und ja, wenn euch so etwas gefällt, lasst wie immer doch gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr weitere Fußballthemen wie zum Beispiel Ultras der zweiten Liga oder die neuesten Transfergerüchte nicht mehr verpasst. Und wenn ihr auch Bock habt, könnt ihr gerne meinem Discord beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung, da dreht sich auch alles um Fußballthemen. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Video. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal kurz einmal das an, wie ich das eingeteilt habe. Und zwar, ich habe das einmal so eingeteilt: einmal in Hammer-Ultras, in krasse Ultras, in gute Ultras, in okay Ultras und schlechte Ultras, also die absolut schlechtesten Ultras der Bundesliga-Saison 22-23. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht die aktuelle Saison, wo ich heute das Ranking von mache, sondern das Ranking von der Saison 22-23. Heißt, Schalke und Hertha sind noch dabei und Heidenheim und Darmstadt sind halt nicht dabei, das ist eigentlich nur der Unterschied, sonst ist alles halt gleich geblieben. Und ich würde sagen, es geht jetzt los mit Stuttgart. Und ja, Stuttgart ist eigentlich schon ein sehr, sehr krasser Club. Und deswegen setze ich die auch mal auf krass, haben sehr, sehr nice Pyro-Shows, haben immer geile, geile Fangesänge, sind auch sehr, sehr laut. Ich persönlich bin ja Gladbach-Fan, wie einige wahrscheinlich auch wissen. Und da habe ich mir das Spiel natürlich auch Gladbach gegen Stuttgart angeguckt. Und da fand ich sehr krass, wie laut die auch im Stadion waren. Muss man einfach wirklich mal fairnessgemäß sagen, dass ich Stuttgart wirklich einen sehr, sehr krassen Verein finde. Wie wirklich auswärts sind die sehr, sehr konstant mit so 4000 Fans ungefähr immer. Heim sind die sehr, sehr stark, immer sehr, sehr geile. Kurios auch gegen Gladbach zum Beispiel oder auch im DFB-Pokal. Gegen Nürnberg haben die immer sehr, sehr geile Pyro-Shows bzw. auch Kurios gezeigt. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit Gladbach. Und ja, ich bin persönlicher Gladbach-Fan, aber ich versuche heute das Video auch natürlich neutral zu machen. Und ich würde Gladbach auf jeden Fall hinter Stuttgart setzen. Gladbach hat auch immer sehr, sehr nice Kurios meiner Meinung nach. Haben auch sehr geile Pyro-Shows, wie zum Beispiel gegen Union Berlin, wo die sehr, sehr nice Pyro-Shows gezeigt haben. Ja, ich persönlich finde, Gladbach hat auch gute Fans, gute Ultras, auch auswärts immer da, mit 3.000-4.000 Fans auch fast immer ausverkauft. Bedeutet, Gladbach würde ich auf jeden Fall auch auf krass setzen, aber trotzdem noch hinter Stuttgart. Dann geht es weiter mit einem sehr, sehr krassen Traditionsverein, und zwar Union mit der alten Försterei. Und auch Union ist natürlich ein Mentalitätsverein. Die Fans bringen die Spieler nach vorne und dadurch haben die Spieler dieses Jahr, würde ich meiner Meinung nach sagen, es geschafft, wirklich sich für die Champions League zu qualifizieren. Und deswegen würde ich auch Union, die Ultras, auf krass setzen, weil die Fans auch immer mit 2000 Fans immer auswärts da sind, auch zu Hause sind die eigentlich immer fast da. Bedeutet, Union würde ich auf jeden Fall auch auf krass setzen. Natürlich ein absoluter geiler Traditionsverein mit der Tafel auch. In der alten Försterei finde ich wirklich sehr, 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 sehr geil. Auch die alte Försterei generell finde ich ein sehr, sehr nice Stadion. Und auch dazu natürlich noch die Fans, die das Team mit nach vorne pushen. Ich hoffe natürlich auch in der Champions League werden die weiter konstant bleiben. Aber aktuell, vor allem in der Saison 22-23, waren die sehr, sehr nice. Und jetzt geht es weiter mit der gelben Wand und Dortmund. Und ja, Dortmund meiner Meinung nach die Top 3 Fans der Liga, aber ich würde Dortmund tatsächlich eher auf den dritten Platz setzen, eventuell auch auf den zweiten, man kann das so ein bisschen tauschen, aber ich würde sagen, erster Platz ist Dortmund meiner Meinung nach nicht, sondern da kommt gleich noch ein anderer Verein. Und ja, ich würde sagen, Dortmund setze ich mal aktuell auf die 3, weil ich finde, auswärts waren die nie so stark. Also die haben wirklich absolut geile Fans. Das wirklich, versteht mich da bitte nicht falsch. Heim sind die immer super konstant. Eine gelbe Wand ist natürlich absolutes Bombending, ne, natürlich. Super geile Choreos, super geile Pyro-Shows im eigenen Stadion gezeigt. Die Fans, beziehungsweise auch die Fahnen, die überall über das ganze Stadion, beziehungsweise über die ganze Südtribüne verteilt sind, finde ich sehr, 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 sehr geil. Aber auswärts
manchmal schwächt es ein bisschen, haben trotzdem immer 3.000, 4.000 Fans dabei, ist auch immer natürlich ausverkauft. Aber ich finde, für den ersten Platz reicht es am Ende nicht. Da kommt nämlich ein anderer hin. Und ja, ich würde sagen, aber es geht erstmal weiter mit Eintracht Frankfurt. Und die kommen für mich auf Platz 2. Und da meinte ich eben ja, man kann die beiden Vereine auch tauschen, Dortmund und Frankfurt theoretisch. Ja, ich denke, das sind ungefähr so ein bisschen gleich die Ultra-Gruppierung. Ich finde, Frankfurt ist halt, wie gesagt, ein bisschen stärker. Auswärts, heim haben die auch sehr, sehr starke Fans, weshalb ich die ein bisschen vor Dortmund sehe. Wenn man sich zum Beispiel an das Europapokalspiel gegen Barcelona in der Woche anguckt, wo wirklich absolut krank viele Fans, über 1000, 10.000 Fans im Stadion in Camp Nou waren, wo die das ganze Stadion eingenommen haben, überall waren weiße T-Shirts zu sehen und das fand ich wirklich eine super geile Aktion, weshalb ich die auch ein bisschen vor Dortmund sehe, aber man kann das auch wirklich tauschen, das kann jeder wirklich für sich selber entscheiden. Ich finde persönlich Frankfurt halt deshalb ein bisschen stärker, aber ich finde eigentlich sind die auf dem gleichen Niveau, weshalb man das auch tauschen kann. So, dann würde ich sagen, geht es weiter mit Köln. Und ja, Köln sehe ich auf dem gleichen Level wie Gladbach. Ich fand es halt damals sehr, sehr geil, wo Gladbach die Hymne von Köln übersungen hat, weshalb ich jetzt Gladbach vor Köln setze. Aber man kann das auf jeden Fall tauschen. Also ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel Köln-Fan ist, dann sieht man das auf jeden Fall anders. Also ihr müsst mir jetzt nicht in die Kommentare schreiben, ja, ich bin Köln-Fan und Köln ist deutlich besser als Gladbach. Das ist ja auch nicht die Realität. Also Gladbach hat ja schon gute Ultras, das muss man schon sagen. Köln hat aber auch gute Ultras, sehr gute Ultras natürlich auch dazu. Haben auch immer geile Choreos. Die ganze Stadion-Choreo war natürlich sehr, sehr geil. Hat auch viele Pluspunkte gebracht. Auswärts auch immer relativ konstant. Deshalb setze ich jetzt Köln hinter Gladbach, weil ich Gladbach-Fan bin. Aber man kann auf jeden Fall die beiden Vereine auch dazu tauschen. So, und dann würde ich sagen, geht es weiter mit Schalke. Und meiner Meinung nach die beste Ultra-Gruppierung Deutschlands, weil die zu Hause immer sehr geile Pyro-Shows zeigen, auswärts sehr geile Pyro-Shows zeigen, Hoffenheim eingenommen haben, weil die zu Hause wirklich immer sehr, sehr geile Stimmung machen. Die Nordkurve springt eigentlich fast immer komplett, auch auswärts immer sehr geil, viele Fans dabei, wie zum Beispiel, wie gesagt, in Hoffenheim. Pyro-Shows stimmen, Fahnen stimmen, alles stimmt, finde ich meiner Meinung nach in Schalke. Auch generell die ganze Geschichte in Schalke finde ich auch sehr, sehr geil, weshalb ich Schalke mit Abstand auf Platz 1 setze. Wie gesagt, man kann die drei Vereine hier oben tauschen. Ich denke, es gibt auch andere Meinungen, andere Argumentationen. Aber ich sehe Schalke mit Abstand meiner Meinung nach auf Platz 1. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit Werder Bremen. Und ja, Werder Bremen finde ich auch sehr, sehr stark. Ich meine, letztes Jahr haben die noch zweite Liga gespielt. Dieses Jahr spielen sie wieder erst und haben auch sehr, sehr starke Ultras natürlich mitgebracht wieder. Wie zum Beispiel die Pyro-Show in Gladbach. By the way, ich blende euch natürlich immer so ein kleines Bildchen ein, wo ich euch ein paar Pyro-Shows anzeige, generell aus der Saison, beziehungsweise auch aus den Saisons davor. Und ja, Bremen setze ich jetzt auch mal vor Union Berlin. Ich denke, Bremen bringt ein paar mehr Fans mit auswärts, aber auch Union natürlich gute Fans. Deswegen würde ich sagen, da tut sich auch nicht so, so viel. Aber dann würde ich sagen, geht es weiter mit Freiburg, die ich auf dem gleichen Level wie Union sehe. Die Fans bringen die Mannschaft einfach, treiben die Mannschaft mit nach vorne. Da stimmt einfach alles. Der Trainer stimmt, Christian Streich natürlich ein super Trainer. Die Spieler stimmen absolut. Die Fans bringen die Mannschaft mit nach vorne. Und Freiburg hat natürlich dann auch auswärts sehr, sehr starke Fans, sehr geile Choreos bzw. auch Pyro-Shows gezeigt. Und deswegen setze ich die mal hinter Union. Aber man kann die auch vor Union setzen. Also die sind wirklich auf dem gleichen Level. Also da sehe ich wirklich gar keinen Unterschied zwischen den beiden Vereinen. Die haben wirklich eigentlich auch sogar beide so ein bisschen die gleiche Saison erlebt. Eigentlich beide hätten Champions League verdient, meiner Meinung nach. Also beide Ultra-Gruppierungen haben die Spieler und das Trainermanagement mit nach vorne gebracht, weshalb die am Ende auch so geil abgeschnitten sind. Das ist auch sehr, sehr nice gewesen. Und ja, dann würde ich sagen, geht es weiter mit Bochum. Und Bochum sehe ich jetzt mal am Ende. Man kann die eventuell auch auf gut ranken, aber ich glaube, Bochum gehört hier oben hin. Ja, auch noch auf krass, aber man kann das auch so ein bisschen. Ich würde sagen, das ist so ein Zwischending. Ja, auch auswärts sind die eigentlich relativ gut. Ich finde es halt ein bisschen schade. Zu Hause ist das Stadion halt leider nicht so groß, weshalb das zu Hause immer so ein bisschen kleiner aussieht. Und deswegen setze ich die eher auf krass am Ende oder auf gut den Anfang. Ich finde, man kann die auch auf gut am Anfang setzen. Einfach, weil das Stadion halt leider nicht so groß ist. Und zu Hause ein bisschen schwächer sind die als auswärts. Auswärts immer sehr konstant mit
3.000, 4.000 Fans auch dabei. 2.000, 3.000, so ungefähr. Und ja, dann würde ich sagen, geht es weiter mit dem absolut grottigsten Verein meiner Meinung nach, mit Leipzig und Wolfsburg, da kommen wir gleich noch zu, ist Hoffenheim. Ja, Hoffenheim, absoluter Kommerzverein, zu Hause werden die von Schalke eingenommen, auswärts bringen die keine Fans mit, deswegen kommen die auf schlechte Ultras. Ich denke, mehr muss man dazu auch nicht sagen, ich denke, da ist auch jeder eigentlich meiner Meinung, außer wahrscheinlich die Hoffenheim-Fans. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit Bayern, die ich auf jeden Fall ein bisschen schlechter sehe, weil ich halt ein bisschen schade fände, dass es halt einige Erfolgsfans gibt, wie zum Beispiel beim Spiel gegen Leipzig. Wie zum Beispiel beim Spiel gegen Leipzig verlässt einfach gefühlt die Hälfte das Stadion der Fans. Und das finde ich halt ein bisschen schade bei Bayern. Aber trotzdem haben die auswärts international immer sehr gute Fans. In PSG waren die konstant, aber auch in der Bundesliga sind die immer konstant gewesen. Und deswegen sehe ich Bayern auch hierbei gut. Wie gesagt, heim sind die nicht so stark wie auswärts. Dann geht es weiter mit dem zweiten Kommerzverein Wolfsburg. Da muss man auch nicht viel zu sagen. 300 Fans auswärts. Irgendwie zu Hause werden die auch eingenommen von anderen Fans, wie zum Beispiel von Stuttgart oder so weiter. Deswegen setze ich Wolfsburg auch auf schlechte Ultras. Da tut sich auch nicht viel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg. Deswegen kann man das auch tauschen. Aber beide sind halt grottenschlecht. Deswegen finde ich auf jeden Fall, Wolfsburg und Hoffenheim gehören mit ganz nach unten. Dann kommen wir zum underrateden Verein, meiner Meinung nach ist Hertha BSC, da das Stadion von Hertha, das Olympiastadion, wirklich viel zu groß ist eigentlich für diese Mannschaft. Da kommen wirklich sehr, sehr selten halt sehr viele Fans hin und deswegen sieht das halt wirklich so schlecht aus am Ende. Ich würde jetzt hier mal auf gut ranken, man kann die aber auch auf jeden Fall auf krass setzen. Trotzdem setze ich die am Ende auf gut, weil es halt leider zu groß ist, das Stadion. Wäre das viel kleiner, würden die Ultras auch viel mehr hervorgehoben werden. Aber so am Ende ist das Stadion halt einfach viel zu groß. Aber wenn man dann mal sieht, zum Beispiel auswärts, ist der Auswärtsblock natürlich immer voll und machen dort auch natürlich gute Stimmung. Leider ist das Stadion halt zu groß, leider gibt es dort halt auch Sitzplätze im Olympiastadion. Das finde ich halt echt schade. Ja, ich finde, das Stadion ist halt wirklich nicht geeignet für Hertha BSC. Deswegen setze ich die mal auf gut, aber man kann die auch auf krass setzen. Dann Leipzig, muss ich auch nicht viel zu sagen, 2009 gegründet, Red Bull ist Sponsor. Leipzig hat keine guten Fans, muss ich nichts zu sagen, schlechte Ultras, deswegen auf den letzten Platz. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit Leverkusen, die ich eher auf okay sehe als auf gut, weil Leverkusen meiner Meinung nach häufig auch unkonstant sind. Ja, gegen Rom haben sie eine gute Pyro-Show gezeigt, war aber auch Europapokal, deswegen, ja, Bundesliga nie so stark gewesen. Deswegen setze ich die mal auf okay. Ja, zu Hause sind die relativ in Ordnung, auswärts auch in Ordnung, deswegen halt okay. Dann Mainz sehe ich wie Augsburg, auch bei okay. Beide Vereine tun sich auch nicht so viel, deswegen setze ich beide auch auf okay. Augsburg hat manchmal ein paar geilere Pyro-Shows, weshalb die eventuell auch davor kommen können. Aber Mainz und Augsburg tut sich meiner Meinung nach auch nicht so viel. Und ja, das ist jetzt hier mein fertiges Ranking, auch sortiert hier so ein bisschen. Natürlich ein paar Vereine kann man natürlich auch tauschen. Da gibt es natürlich immer andere Meinungen, vor allem wenn man halt Fan von einer Mannschaft ist. Dann sagt man, ja, zum Beispiel Freiburg kommt vielleicht an den Anfang, Freiburg kommt zwei Plätze vor. Natürlich, da gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr eures Ranking auch mal gerne in die Kommentare schreibt. Was würdet ihr ändern? Oder sagt ihr, das Ranking passt eigentlich soweit? Ja, wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber insgesamt bin ich der Ansicht, dass die Bundesliga einer der besten Ultras hat. Ja, sehr stark sind noch PSG, aber PSG pfeift häufig auch ihre Spiele aus, weshalb ich die Ultras nicht so stark finde wie die Bundesliga. Dann gibt es natürlich noch sehr nice Ultras in der Serie A, wie zum Beispiel bei Inter, Neapel oder AC Mailand. Ja, wie gesagt, aber ich bin eigentlich der Ansicht, dass die Bundesliga die besten Ultras der Welt hat. Wie gesagt, schreibt das gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Und damit, ciao, ciao.